Just Nero, ein YouTuber, den ich euch wärmstens empfehlen kann auf Full- und No-Homo-Basis. Wirklich, sein Videostil gefällt mir sehr. Auch ein YouTuber, der jetzt seit einer sehr längeren Zeit eine sehr gute Videoqualität hält und auf den ich sehr gerne reacte und auch privat sehr gerne mir die Videos reinlusche. Ah, Grüße bevor es losgeht, habe ich noch ein paar Ankündigungen. Man kennt es nicht anders. Zuerst, aha, dreimal dürft ihr raten, was erzähle ich euch jetzt? Twitch. Eigener Merch. Level up. Richtig, ich bin live auf Twitch und... Ha! Ich bin's, Tim. Okay, jetzt macht er immer. Fall Guys und ihr kommt ran. Ah, Fall Guys, please no. Link in der Beschreibung. Zweitens, mein neuer Discord ist da. Nee. Endlich. Vor 500 Jahren angekündigt, jetzt ist er da. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Um drauf zu kommen, müsst... Wisst ihr, wer immer noch keinen eigenen Discord hat? Hallo, ich bin's, Tim. Den Platz 3. Petrit, ich wurde in Fortnite gebannt. 2018 hatte Fortnite noch seinen dicken Hype. Allerdings reicht so ein Hype alleine nicht aus, um Videos viral gehen zu lassen. Da muss schon mehr her. Gerade in einer Szene, die vor Clickbait und fragwürdigen Videos nur so strotzt. Das wusste Petrit damals. Ganz nach dem Motto, wenn andere was machen, muss ich halt was krasseres tun. Live im Stream wurde der Gute aus dem Bund der bunten Ballerbrüder ausgeschlossen. Bund der bunten Ballerbrüder. Er wurde in Fortnite gebannt. Dass dabei sein Mundwerk einen verwirrten Laut von sich gab, allerdings seine Mimik und Gestik nichts aufzeigten, was durchaus ungewöhnlich ist in so einem Szenario, wurde ihm dann doch nicht zum Verhängnis. Man hätte es denken können. Vielmehr ist es die Tatsache, dass das Bannfenster komisch aussah. Normalerweise spielte er ja auf Deutsch und als er gebannt wurde, war plötzlich alles auf Englisch. Das an für sich ist ja schon mal komisch. Der YouTuber Fix hat dann angefangen zu recherchieren und ist auf ein englischsprachiges Video getroffen. Das war ein Clipvideo mit 5 verschiedenen YouTubern, die gebannt wurden. Einer davon war MoTV. Diesen Bann hat er sich mal etwas genauer angeschaut und ihn mit Petrit verglichen. Und ich habe mir gedacht, so, yo, what the fuck, das ist doch nicht real. Petrit hat einfach seinen Bann gefaked. Dann habe ich das Ding nochmal genommen, habe ein bisschen näher rangezoomt, habe auf 50% Geschwindigkeit gestellt, nochmal die Mausbewegungen verglichen und es ist einfach 1:1 dasselbe Bannfenster, dieselben Mausbewegungen und ja, es ist einfach fake. An der Stelle mal ein kleines Lob an Fix, der hat den guten Mann echt hops genommen. Der Fake-Bann ist zwar eine Lüge, aber an für sich noch nicht mal das größte Problem. Dass YouTuber hier und da mal, um Hype zu generieren, ihre Zuschauer betuppen, so doof es sich anhört, ist gang und gäbe, wie jemand, dem du im Vorbeigehen was in die Hand drückst. Ich stell mir da mal vor, Chat, na, wenn ich jetzt zum Beispiel euch eine Story aufnehme, na, dann bin ich ja, boah, wie erkläre ich das jetzt, das ist schwierig zu sagen, dann bin ich ja mit Herz und Seele irgendwie auch bei der Story, weil ich das ja für euch aufnehme. Und wenn ich ein Video aufnehmen, wo ich Lügen erzähle, Fakes erzähle, euch verarsche als Zuschauer, wie geht das? Das würde gar nicht gehen bei mir. Wisst ihr, wie ich meine? Das würde gar nicht gehen. Ich könnte das gar nicht aufnehmen. Ich würde mir einfach selber so doof vorkommen, so dämlich vorkommen, irgendwas zu faken. Ich mir so denke, so, ja, moin. Ich mache das seit, keine Ahnung wie viele Jahren, seit 7, 8 Jahren. Die Leute supporten mich seit Tag 1 und jetzt verarsche ich die hier im großen Stil. Ich könnte das nicht mehr aufnehmen, Digga, geschweige denn hochladen. Ich weiß nicht, wie manche Leute das mit sich vereinbaren können, so einen Content zu produzieren. Hallo? Es wird immer schlimmer, ne? Das Dreiste bei ihm ist, dass er versucht hat, die Situation möglichst auf Krampf nicht aufliegen zu lassen, obwohl er hinterher das Gegenteil behauptet. So hat er, wenn wir uns den Vergleich von Fix mal anschauen, den Hintergrund sowie den Kontrast des Videos geändert. Man könnte jetzt argumentieren, dass es ja logisch ist, dass man Fakes halt authentisch gestalten will. Wer hat schon Bock beim Lügen erwischt zu werden? Es gibt da jedoch so einen kleinen, aber feinen Unterschied, wie man sich danach richtig verhalten kann. Man löst die Sache später auf. Ey, ich war nicht von meinen 8 Jahren 7 Jahre inaktiv, das ist eine Lüge. Nur 6,5. Auf und stellt es als... Also Retalk, ich will gar nicht wissen, von den 8 Jahren, wie lange ich inaktiv auf dem Hauptkanal insgesamt war. Ich habe schon immer längere Pausen reingehauen, Digga. Also insgesamt wahrscheinlich schon 4 Jahre oder so? Oder noch länger? Wäre in dem Fall halt die beste Lösung gewesen. Die andere Möglichkeit wäre es, einfach so stehen zu lassen einfach und nichts mehr dazu zu sagen. Das ist so ziemlich die populärste Umgangsweise der YouTuber mit ihren Fakes. Gerät dann halt schon irgendwann in Vergessenheit, ne? Außer du hast halt Stress mit Mimi. Es gibt aber auch noch eine dritte Umgangsweise. Du merkst, dass dein Fake viral gegangen ist und versuchst dann auf Krampf, diesen weiter aufrechtzuerhalten und machst dazu dann mehrere Videos. Petrit hat sich übrigens für Letzteres entschieden. Zuallererst hat er ja wie gesagt den Bann im Stream gefaked und das wäre zu 0,0% verwerflich. Wäre halt ein Troll gewesen, wenn er es noch in dem Stream aufgelöst hätte. Allerdings hat er danach ein Video gemacht, in dem er nochmal über sein Bann spricht und die ganze Situation beteuert. War halt einfach durch die Bank weg gelogen. Das zweite Mal.
Danach kam aber endlich die Auflösung. Das Video ist mittlerweile auf ungelistet gestellt, wundert mich ehrlich gesagt bei der Bewertung auch nicht. Vor allem, wenn die Bewertung halt mit der Peinlichkeit des Videos skaliert. Bin ich wirklich gebannt? In Klammern Auflösung. Da schauen wir mal rein. Um die Frage zu beantworten, bin ich denn jetzt gebannt in Fortnite mit meinem Main-Account? Die Antwort ist... Aha, schaut das Video bis zum Ende. Habe ich gemacht, aber keine ehrliche Antwort bekommen. Er hat das Ganze nämlich weiter abgestritten und davon gesprochen. Das ist auch so eine widerliche Masche. Dieses Jahr schaut das Video bis zum Ende und dann das Video mit 3, 4, 5 Mal Werbung vollknallen, damit die Zuschauer auch ja bis zum Schluss schauen. Und dann das Thema, was eigentlich interessant ist, an dem Video ganz am Schluss einbauen. Das ist einfach Pepega, Digga. Das ist halt auch einfach die Zuschauer ausquetschen. Und für solche Leute hat man auch einfach den Adblocker erfunden. Wie YouTuber es denn wagen können, darüber zu sprechen und mit seinem Namen Klicks zu machen. Ja. Dann nicht. Und immer auf Krampf den Account wechseln, habe ich auch keinen Bock. Es haben auch YouTuber sich die Freiheit genommen, dazu natürlich ein Video zu machen, weil warum nicht, gibt ja Klicks. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, auf mit Namen anderer schön Klicks zu machen, dann kann man natürlich auch direkt mal schön Werbung für seinen Merch am Anfang des Videos machen. Petrit. Also ja, Chat, ich will immer nicht so schießen und so, aber dieser Petrit, vielleicht erinnert ihr euch, Fortnite-Zeit war das, ich und Monte haben gezockt und Monte hat irgendwas im Stream erwähnt, dass Petrit oder so irgendwas gemacht hat und ich kannte den gar nicht, hab dann irgendwas dazu gesagt, war aber gar nicht wirklich im Bilde, vielleicht hätte ich da auch mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollen und er hat das dann direkt, diesen Stream-Ausschnitt bei Monte direkt genommen und Beef angefangen, weil er dachte, Alter, Monte, Elotrix? Die Klicks nehme ich mit auf den ihren Nacken. Und damals, ich weiß es noch, damals ist ja nicht so lange her, 2 Jahre oder so, damals saß ich und Monte auf dem Discord und meinte, ja Bro, sollen wir dazu was sagen, on-stream, und ich wiederhole hier die Worte von Monte. Gerade ein Tausender die Umdrehung gemacht, Digga, keine Zeit für so einen Lauch. Nee, Spaß mal beiseite, er meinte wirklich so mäßig, 1:1, Bro, scheiß auf den Random, ich hab den weggeblockt. Der ist sowieso, in 2 Monaten ist der wieder irrelevant. Okay, vielleicht hat es 2 Monate nicht gedauert, sondern 5, 6 Monate, aber es ist genauso. Ich will immer nicht schießen, Chat, aber es gibt halt YouTuber, die machen Fake-Videos, Clickbait, verarschen ihre Zuschauer und sehen das dann nicht ein. Dann laden sie irgendwelche Videos hoch, oh, ich ändere alles und oh mein Gott, ich werde mich bessern und machen es dann doch nicht und irgendwann verschwinden sie in der Irrelevanz, ne? Klicks in den letzten 30 Tagen, Digga. Mit 500.000 Abos. Bro. Und die Bewertung ausgestellt. Das müsst ihr euch mal reinziehen, Chat. Die Dislikes schallern bei ihm immer noch so krass rein, dass er die Bewertung ausmacht bei seinem neuesten Video. Das 5 Monate her ist, by the way. Vielleicht ist das Karma, Bruder. Vielleicht hätte er auch einfach einen anderen Content produzieren sollen. Und dann wäre er jetzt vielleicht in der Position, wo bei ihm besser laufen würde. Aber vielleicht, ne, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, vielleicht macht er irgendwann einen Restart, vielleicht auf einen neuen Kanal und dann versucht das mal ohne Zuschauer verarschen. Und dann läuft vielleicht bei ihm auch mal 2, 3, 4, 5 Jahre. Wer weiß, mal gucken. Ich würde es ihm wünschen. Aber Bro, mit der Masche von damals... Unwahrscheinlich. Natürlich macht man ein Video dazu, wenn du deine Zuschauer offensichtlich belügst. Und die haben sich Sorgen um ihre Accounts gemacht, deswegen. Er blubbert dann auch weiter. Der hatte einen Minecraft-Pedo-Channel, das wurde geleakt und dann kam der Hate verdient. Was zur Hölle ist ein Minecraft-Pedo-Channel? Hatten die das Sex mit Bausteinen bei Minecraft? Weiter, wie schade er es findet, dass YouTube-Kollegen ihn nur schlecht reden wollen, um sich selber besser darzustellen. Es ist halt diese Schiene. Ist halt absolut peinlicher Unsinn und es stimmt ja sowieso alles nicht, was irgendwie negativ in meine Richtung geht. Dass er nicht gecheckt hat, wie erdrückend die Beweislast. Ich finde es auch super, dass so Meinungsblogger wie jetzt auch einen Just Nero oder auch einen Kuchen-TV, ne, man bekommt ja einfach, es gibt ja mittlerweile so viele Content-Creator auf YouTube, ne? Und ihr wisst ja, ich mag das Wort Influencer nicht, aber manche von denen würde man schon fast als Influencer bezeichnen, weil das halt auch einfach wie eine Krankheit klingt. Und ich finde es super, dass es so Meinungsblogger gibt, wie jetzt, ja, wie gesagt, Kuchen, Just Nero und so, die halt über sowas Videos machen, weil man das sonst gar nicht mitbekommen würde, weil dann diese Content-Creator oder auch Influencer in ihrer Blase sind von ihrer Community und die dann nur so Ja-Sager um sich rum haben und die eigentlich machen können, was sie wollen und das trotzdem läuft.
Das ist sehr gut, dass es so Meinungsblocker gibt. Weil so Leute müssen gebastelt werden. Das sollte ihm hinterher bewusst geworden sein. Besonders peinlich ist hier übrigens, dass im Titel von einer Auflösung gesprochen wird. Er suggeriert also, dass Fix recht hat und er sich dafür entschuldigt. Okay, vielleicht nicht entschuldigen, man weiß ja nicht, wie die YouTuber ticken, aber sollte man da vielleicht machen. Das Video ist aber so weit von der Wahrheit entfernt, wie Petrit halt von gutem Content. Schaut euch das mal an. Was ist das? Es folgen weitere Monologe seinerseits, wie den Leuten in Deutschland geht's ja zu gut, sonst würden sie nicht solche Videos machen, oder dass es in der Gesellschaft ja gang und gäbe ist, drauf zu hauen, anstatt zu helfen. Ich erspare euch die Schose. Einfach allem, lost. Wobei lost, helfen, seine Zuschauer zu belügen? Um Minute 7 rum wiederholt und beteuert er erneut die Echtheit des Bands. Sein nächstes Video beginnt er dann mit... Ah ja, habe ich ja jetzt fast vergessen zu sagen, Chat. Du machst einen Fake-Bann, dann tun, keine Ahnung, 3, 4, 5 YouTuber das basten, dass du das geklaut hast, diesen Ausschnitt aus dem Bann. Und dann machst du nochmal 3, 4 Videos und sagst, ja, ich wurde wirklich gebannt und nimmst nochmal die Easy-Clicks mit. Und lügst weiter rum. Ah, Digga, es ist alles falsch. Wir sind gerade erstmal bei einem Drittel des Videos. Es wird doch schlimmer. Natürlich, wir sind nur bei Platz 3. Natürlich war der Fortnite-Bann nicht echt. Aha, natürlich war der nicht echt. Deswegen haben wir den YouTube-Kollegen in dem Video vorher auch als Lügner, Heuchler und Nichtsgönner dargestellt. Ehrenmann, ne? Ganz normal. Außerdem beteuert er, dass es ihm ja klar... Das ist halt schon ewig her, ja. Hast du recht, Jesse. Aber es ist einfach trotzdem traurig, ne? Und es ist... Weißt du, was auch traurig ist, junge Dame? Es ist einfach traurig... dass manche Leute ihre Online-Präsenz selber zum Mond schießen. Die schießen die selber zum Mond und dann sitzen die irgendwann in einem Video und heulen rum, wie gemein die Welt ist und wie schlimm YouTube ist und so, weißt du? Das ist einfach, manche Leute sind so wenig selbstreflektiert. Bro, was erwartest du denn? Was erwartest du denn? Unglaublich, manche aber Menschen. Dass es nach ein paar Tagen auffällt und dass er ja nun Spaß gemacht hätte. Ja, macht Spaß, andere Leute zu diffamieren. Sein Beispiel, das war ja dasselbe, als hätte er einen Kollegen auf die Schippe genommen. Ich belüge auch immer Hunderttausende, wenn ich einen Kollegen auf die Schippe nehme. Ganz logisch, Petrit. Was mich dabei wundert, ist, dass er nicht mal checkt, dass er im Endeffekt sogar Epic Games geschadet hat. Ich glaube, der Supportkasten war ordentlich voll danach. Naja, zum Glück ist er zur Besinnung gekommen und mittlerweile mit der Babyklasse und Siren Head auf Klassenfahrt. Astreiner Content. Meine Was? Güte, ich habe das Supportkasten war ordentlich voll danach. Naja, zum Glück ist er zur Besinnung gekommen und mittlerweile mit der Babyklasse und Ach so, der hat den Channel gewechselt, Chat. Dandy. Mann! Ja, imagine, du machst deinen Channel down, Maschendrahtzaun, mit Fortnite-Content, Digga, mit Fake-Fortnite-Content, dann gehst du auch mal flotti-karotti in die Minecraft-Szene, wo dich niemand kennt und niemand hasst und druckst da wieder mit 5,5 Millionen Klicks im Monat Geld. Ja, das kann man, denke ich mal, nicht genug reingeschallert. Aber wenn er jetzt auf dem Channel vernünftigen Content macht, dann ist es ja quasi die zweite Chance, von der ich vorhin geregnet. Ich hoffe, es regnet bald mal Duden für mich. Die zweite Chance, von der ich geredet habe. Na? I hope so, dass dein Content auf dem Channel jetzt cleaner unterwegs ist. Siren Head auf Klassenfahrt. Astreiner Content. Meine Güte, ich habe jetzt viel zu lange über Petrit geblubbert. Ich wäre dankbar, wenn YouTuber auch... Guck rein, dann wirst du ausrasten, Bro. Minecraft-Content ist halt auch einfach... absolut nicht meine Zielgruppe, ne? Unfassbar lost bei ihren Lügen zu sein. Könnte ich mir kürzer fassen. Kommen wir zu Platz 2. Platz 2. Simex, der sich gebessert hat, ganz ohne Eis und Luft. Oh nein, ja, der sagt mir auch was. Allerdings ist dabei anscheinend für viele ein Thema zu kurz gekommen. Und nein, ich meine nicht die VWS-Thematik. Ich habe, was das angeht, noch ein wenig mit Standard-Skill hin und her geschrieben, der mich da ein bisschen ins Bilde bringen wollte, aber... Junge, das sind 3-4 Stunden Videomaterial. Nein, 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 nein. Kein Bock, bitte. Ich pack das mental nicht. Das macht mich kaputt. Einige, die auf mein Video reagiert haben und viele Kommentarschreiber meinten, ich hätte da noch näher auf die Ankündigung seiner Qualitätsoffensive und die Umsetzung eingehen sollen. Okay, können wir machen, aber wir halten uns dieses Mal ein wenig. Schau mal rein. Also ich glaube, Retalk, Digga, ich zerschieß mir lieber meine Gehirnzellen mit ein paar Videos cringe TikTok, als dass ich bei Petrits Minecraft-Kanal reinschau. Wirklich. Ich kann mir nichts vorstellen, was ich weniger machen würde heute Abend. Ich glaube, sogar eine Flasche
Klarreiniger trinken würde mich mehr begeistern, als sein Minecraft-Content zu konsumieren. Sorry, Bro, da bin ich halt auch einfach raus. Also wenn du dir die Netzhaut zerschießen willst, Bruder, dann kannst du da gerne reinglotzen, Bruder. Ich muss los, okay? Ich muss einfach los. Nicht kurz dabei. Also ich verweise nochmal auf diese Aussage. Fang doch einfach mal an, guten, gescheiten Content zu bringen. Egal, ob die Videos 100 oder 200.000 Klicks weniger haben. Es ist immer noch lustig. Just in diesem Video hat er uns gezeigt, was er drauf hat. Oder vielleicht auch sein Cutter. Seine Screen-Kamera ist hin und her gewackelt, da gab es noch ein paar After Effects-Effekte und ja, es war halt wirklich gut geschnitten und sah top aus, hätte ich nichts zu meckern. Aber meine Videos werden besser heißt ja nicht, dass 50% des Videos, in dem man ankündigt, dass es besser wird, besser werden und man die Sache danach vergisst. Gucken wir mal weiter. Sein nächstes Video, bester Fortnite-Spieler aus Deutschland. Wie viele Edits? Null. Das nächste Video, es geht wieder um den Hate, den er kassiert hat. Bisschen hoili-hoili, ne? Ihr kennt die Schiene. Hoili-hoili. Schlimmste Zeit meines Lebens. Real Talk mit Renegade Raider in Fortnite. Ist das dein Scheiß-Ernst, Z-Max? Ist das dein Ernst? Wie viele Edits? Einen. Krass, er hat Transitions zwischen die Cuts gesetzt, ne? Übergänge. Leute, Übergänge. Next. Jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich iPhone 11 Pro kaufen. Fortnite 2 Challenge mit OG-Skins. Fortnite 2 Challenge. Lass mir das. Wie viele Edits? Wieder null. Auf Transitions. Hat Carsten auch OnlyFans? Natürlich, Peter Fox. Da sehe ich mich. Da lasse ich auch den Lustall gerne mal aus dem Hosenstall rausluschern. Kapi. Kannst du in dem Video lange warten. Und Fun Fact, es dauert 3 Sekunden, einen Übergang zu setzen. Lässt die Videos halt 1000 Mal besser aussehen, aber... Nee, meine Versprechen sind ja eh bald vergessen. Würde ich mir gönnen, verpiss dich. Wie gesagt, ich will mich kurz halten. Es gibt kein Video. Digga, Real Talk, das Witzige wäre, wenn ich OnlyFans machen würde, würden wahrscheinlich ein paar Cringer von euch da wirklich rein abonnieren. Und nicht diejenigen von euch, die auf Männer stehen, sondern einfach irgendwelche, die denken, oh Digga, Support ist kein Mord. Den 5er Monat, den gönne ich ihm. Seine Bilder angucken, nee, da muss ich los. Aber den 5er gönne ich ihm. Bro, dann verschenke ich lieber einen Sub im Chat. Zumindest keins, das ich gefunden habe, das irgendwie Qualität aufweist. Sonderlich krasse. Normal würde ich sein Versprechen nochmal kurz anschneiden, dass er nie wieder faked, etc. Aber das habe ich ja ausreichend in meinem letzten Video gemacht, deswegen skippen wir den Punkt einfach mal. War halt auch gelogen. Z-Max Lüge ist in meinen Augen so schlimm, weil er wiederholt Mist gebaut hat und sich anschließend in eine moralisch erhobene, einsichtige Position drückt und fest behauptet, er würde jetzt alles ändern, plus Hinweis darauf. Und Jackson drauf los. Der dickes Weird Champ. Auf, dass es dieses Mal nicht nur heiße Luft ist, weil er das vorher ja schon oft genug gemacht hat und sich dran gehalten hat. Er hat sicher aber das wieder heiße Luft. Er hat also quasi gelogen, dass er aufhört zu lügen. Ne? Top! Noisy, 5er Subbomb oder ich veröffentliche das Schwanzbild, was du letztens geschickt hast, du Hund. Auf folgendem Video wieder genau das Gegenteil bewiesen, aber ich sehe sowas nicht nur Siemenschen. Glanzleistung. Kommen wir zu Platz 1. Leon Marchers gesamte Karriere. Ich bin mal ganz ehrlich. Manchmal muss man sich richtig anstrengen, die Fake... Komm, Neusi, ich warte auf das Schutzbild. ...oder Lügen von YouTubern aufzudecken. Das kann Stunden, in manchen Fällen sogar Tage dauern. Bei Leon Marcher könntet ihr mir Stunden oder sogar Tage geben, in denen ich was finden soll, was weder gelogen noch gefaked ist. Ey, ich würde scheitern. Ich würde wahrscheinlich scheitern. Genauso scheitere ich daran, einen Einstieg zu finden, weil es einfach so unglaublich viele Lügen gibt, dass ich schlicht und ergreifend... nicht weiß, wie ich anfangen soll. Ich verweise da einfach mal auf die Payback-Videos. 8 bis 30 Minuten füllen kannst, ist was gewaltig im Arg, Leon. Und ich rede hier nur von den Paybacks. Es gab ja vorher noch ein paar Videos und Tracks, ne? Und auch von anderen YouTubern. Hunderte Videos. Leute, es gibt jetzt in meinem Top 3 Lügen-Video... Schatz. Chat. Digga, heute ist der Sparrassismus wieder andere Liga. Chat, da kommt das Schutzgeld ran. Rein. 5er Subbomb von Ehrenbruder Neusi. Der Leon Marcher lügen. Quasi eine Topception. Nummer 3. Ich will transparenter sein. Leon hat angekündigt, dass er jetzt transparent sein möchte. Plot Twist. Es war gelogen. Nicht gelogen wäre es, hätte er gesagt, er möchte nur den Anschein machen, ehrlicher und transparenter zu sein, damit jeder denkt, er wäre es. Ändern soll sich nämlich gar nicht. Er hat behauptet, dass er seine Gewinnspielauflösung ja aufgenommen hat und dafür waren auch prompt Beweise da. Dass er da im Endeffekt falsche Aufnahmen gezeigt hat, die nichts damit zu tun haben, ist ein wenig später aufgefallen. Erinnert mich fast ein wenig an Z-Max, nur dass Leon da nochmal eine Schippe oben drauf legt. Platz 2. Leon Marchers Lüge über die Lüge, dass er nicht mehr lügt. Als aufgefallen ist, dass Leons Lüge über seine Lüge gelogen war,
antwortete er mit einer Lüge. Läusel! Nun hat er behauptet, dass er es einfach vergessen hat, sein Gewinnspiel aufzulösen. Aber nicht nur er, sondern auch sein Kameramann und Apo und wahrscheinlich auch sein Netzwerk haben das vergessen. Dass es aber gefühlt Dutzende Videos im Verlauf von mehr als 2,5 Jahren über dieses Thema gab, die ihn darauf hingewiesen haben, hat er natürlich logischerweise auch übersehen. Wer befasst sich denn schon mit diesen gemeinen Kritikermob? Weg damit! Bah! Es kann natürlich sein, dass er es wirklich vergessen hat. Wenn ich Leon gewesen wäre, Chat, hätte ich einfach gesagt, hey, das war damals eine wilde Zeit. Ich habe vielleicht auch ein paar Sachen konsumiert, die ich nicht hätte konsumieren sollen. Ich bin nicht auf meinen Hype klargekommen. Ich bin nicht auf mein Leben klargekommen. Ich war vielleicht auch ein bisschen am Fliegen, ne? Und ich dachte, ja, das juckt doch keinen, wenn ich hier ein Fake-Gewinnspiel mache. Dann würde ich mich dafür entschuldigen und einfach sagen, ich versuche die Leute von damals noch zu finden und tu den 3-4 Jahre später, wenn sie das noch möchten, das, was sie damals gewonnen haben, erfüllen. Das hätte ich gemacht als Leon Mascher, einfach um mein Image aufzupolieren. Ne? Klar wäre das dann, wäre dann nicht alles aus der Welt, weil dann müsste er zugeben, dass er die Leute verarscht hat. So. Aber jetzt hat er im Endeffekt das Schlimmste, was du hättest machen können, gemacht. Und zwar hat er einfach gesagt, so ja, er hat das Gewinnspiel damals gemacht, aber nur nicht veröffentlicht. Und es waren einfach Aufnahmen, die von irgendwas anderem waren. Also hat er quasi doppelt gelogen. Statt die Wahrheit zu sagen, hat er einfach zweimal gelogen in einem Statement, Bruder. Also das ist wirklich, kannst du dir nicht ausdenken. Und der Typ atmet immer noch dieselbe Luft. Dass der halt noch nicht zum Mond geschossen wird, ist einfach aber unglaublich. In dem Fall wundere ich mich, dass er überhaupt den Knopf, mit dem er seine Kamera anmacht, wiederfindet. Solche Gewinnspielfakes, gekoppelt an eine Kaufbedingung, in dem Fall sein Album, sind, wenn sie nicht akkurat und transparent aufgelöst werden, nicht nur eklig, sondern auch im hohen Maße strafrechtlich relevant. Es gab übrigens noch ein weiteres Gewinnspiel. Die Payback-Zuschauer wissen natürlich, dass ich hier auf die Lamborghini-Fahrt hinweisen möchte. Hat er auch 2 Jahre lang nicht aufgelöst, und rechtfertigte sich damit, dass er ja den Gewinner aus den Augen verloren hat. Ein kleines Malheur mal wieder. Vielmehr hat er wahrscheinlich vergessen, dass er den Typen, den er vorher als Gewinner auserkoren hat, einfach blockierte. Leon, mehr als fällt mir dazu nicht ein. Wirklich nicht. Da er aufgeflogen ist, musste natürlich schnell eine Auflösung der Gewinnspiele hingerotzt werden. Dass er 8 Stunden Zugfahrt noch mehr als 2 Stunden hat warten lassen, um ein Kameraobjektiv zu holen und das Gewinnspiel nicht so aufgelöst wurde, wie versprochen, lassen wir einfach mal außen vor. Die Krönung wurde dem Ganzen dann ein wenig später aufgesetzt. Platz 1. Der Fake in der Fake-Auflösung, die aufgrund von der Lüge über die gelogene Lüge gemacht wurde. Leon hat sein Gewinnspiel, wie gesagt, kurz und kurz aufs Billigste aufgelöst. Selbst in diesem Video. War Leon nicht voll der Ehrenmann vor ein paar Jahren? Ja, ich glaube, du hast den in der Zeit geguckt, wo du noch nicht wusstest, dass er Fake-Pranks macht und sagst, dass jedes Video ist real.